Meine lieben Leute! Seid mir ganz recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal von Spielkind 45. Ich liebe diese Korallengesänge. Meine lieben Leute, Phantasmagoria ist das Spiel, was wir zocken. Ich kann leider im Vorfeld die Sounds nicht wirklich einstellen, was das Intro angeht. Deswegen muss ich ein bisschen lauter quatschen, aber ich denke mal, man wird mich hören. Und für die, die den Trailer gesehen haben, wird einiges nicht neu sein. Allerdings, der Trailer, den ich gemacht habe zu diesem Spiel, war ein wenig, soll ich sagen, verknappt. Und deswegen will ich jetzt erst gar nicht lange schnacken. Ich leite gleich nochmal ein, indem wir uns die Anleitung anschauen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist Horror. Es wird fürchterlich. Es wird blutig. Es wird grausam. Es wird... Ja, liebe Leute. Die Facecam wird gleich kommen. Ihr kennt das, ne? Wir gucken uns jetzt erstmal die Anleitung an. Und dafür, ja, dazu lade ich jetzt ganz herzlich ein. Gut, nicht lange quatschen. Wobei, die Musik ist geil, Freunde. Die Musik ist einfach cool. Aber... Ah, cool. Ich heiße euch jetzt trotzdem nochmal herzlich willkommen hier bei Phantasmagoria und wir gucken uns jetzt mal die Einladung an. Liebe Leute, haben Sie Spaß. Adrian! Was ist los, Liebling? Oh. Es war grauenhaft. Oh. Es war nur ein böser Traum. Du musst keine Angst haben. Ich werde dich immer beschützen. Tja, meine Leute, wird sie immer beschützen und... Wir werden sehen, was daraus sich entwickelt, indem ich jetzt mal auf ein neues Spiel starte. Ich muss jetzt hier einen Namen eingeben, ich habe schon ein bisschen rumgetestet. Ich gebe mal einfach Kid ein, okay. Gehen wir mal auf Okay. So, wir fangen natürlich mit dem ersten Kapitel an. Ich muss dazu gleich noch ein paar Sachen vorweg schicken. Jetzt erstmal viel Spaß beim Intro vom Kapitel 1.
Morgen, Liebling. Morgen, Schatz. Wie wär's mit einer Tasse Kaffee? Ja, eine riesige. Jemand hat mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Ich hatte einen Albtraum, es tut mir leid. Letzte Nacht scheint dich das nicht gestört zu haben. Ah, nee. Es war unsere erste Nacht hier, ist noch ungewohnt, mehr nicht. Ja, ich weiß. Klingt dumm, aber dieses Haus ist komisch. Stimmt, es ist anders. Der Typ, der es gebaut hat, war wohl ziemlich abgefahren. Hi, Spaß. Wie geht's dir? Na, was hast du denn heute vor, Liebling? Ich weiß noch nicht. Ich habe schon fast alles ausgepackt. Und vielleicht sehe ich mir die Umgebung an. Und du? Also dieses Badezimmer im ersten Stock. Ja? Ich möchte daraus eine Dunkelkammer machen. Es dürfte den Rest der Woche dauern. Mit Sicherheit. Hey, was ist in der Schachtel? Oh, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht reingeschaut. Schauen wir mal. Oh, Weihnachtsschmuck. Hey, schau mal. Was ist das? Moment. Erinnerst du dich daran? Ja, das war mein Halloween-Geschenk. Du Ratte! War Weihnachten, als du mir den Antrag gemacht hast. Bist du dir sicher, dass ich... Ja. Natürlich, natürlich. Jetzt erinnere ich mich. In Ordnung, Freispruch. Na, ich fange lieber mal an. Ich habe noch viel zu tun heute. Weißt du was? Ich glaube, das behalte ich. Erinnert mich an diese schicksalsträchtige Nacht. Arbeite nicht so hart. Bis später. Tja, meine Leute, da sind wir angekommen. Ich knipse mal ganz kurz raus. Moment, bitte. So, Moment, wir machen jetzt mal flupp, flupp. Oh. Meine lieben Leute, jetzt nochmal ganz, ganz recht herzlich willkommen hier bei Phantasmagoria. Es ist schrecklich, es ist fürchterlich. Ihr habt gerade, ne, ihr habt ja schon einige große Spiele jetzt bei mir gesehen, Dracula, ne, und auch jetzt die Ghostbusters haben wir gerade abgedreht. Und ihr wisst, wenn ich Angst habe, muss ich immer sprechen in die amerikanischen Akzente oder ich muss singen. Ne. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt mal zocken, und zwar wollen wir Phantasmagoria zocken. Das Spiel. Ich muss ein paar Sachen zu dem Spiel vorweg sagen. Wie dazu meine Art ist. Ihr seht hier die wunderbare Miss Adrienne Delaney. Und ich klicke mal ganz kurz wieder rein. So, da. Da seht ihr sie, die wunderbare Adrienne Delaney. Und diese Dame spielen wir mit ihrem Mann zusammen, Don Delaney, ein Fotograf. Ihr habt das ja im Intro schon gesehen, der hat da ein bisschen rumgeknipst. Ne? Ist auch eine Fotografiebeule und Adrienne Delaney, Horrorspiel. Meine Damen und Herren, ich gestehe, die Grafik ist... gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sie einmal gefressen hat, liebt man sie. Das Spiel ist, glaube ich, von 1995, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kommt aus dem Hause Sierra und Sierra Adventures und generell Spiele von Sierra waren damals nicht ganz fair, was die Speicherpunkte angeht. Deswegen muss ich ein bisschen ausholen. Das Ganze lässt sich leider nicht unter verschiedenen Spielständen speichern, sondern es gibt immer nur ein Lesezeichen. Und das, wenn man falsch gespeichert hat, ist man raus aus der Nummer. Dann kann man den Scheiß nochmal machen. Ganz so schlimm ist es nicht. Es wird im weiteren Verlauf vielleicht irgendwann mal wichtig, aber das ist erstmal Peng. So, muss ich vorweg schicken, weil, ne, das ist aber mein Problem und nicht euers. Das Spiel ist gruselig. Das Spiel ist auch ab 18. Das will ich jetzt auch ganz am Anfang direkt sagen. Also Freunde, wer jetzt nicht 18 ist, der knippt bitte sofort weg. Raus. Tschüss. Oder du holst dir deine Eltern dazu, dann lassen wir das vielleicht durchgehen. Gut, 1995, Adrienne Delaney, ein Spiel, was schon ein bisschen älter ist, wie ich natürlich auch. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe das Spiel damals, als es rauskam, direkt gespielt. Es ging über
fünf CDs. Ich kann euch ja mal ganz kurz hier. Das ist die erste CD. Ganz kurz mal schauen, könnt ihr das gucken. Es sind dann noch fünf weitere, beziehungsweise ja doch, ne, vier. 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 Es sind insgesamt, glaube ich, sechs CDs. Das Ding ist halt, ich habe das jetzt mit Daemon Tools gemountet quasi. Das heißt, ich spiele jetzt nicht von CD, sondern direkt von Daemon Tools. Und da bin ich ehrlich, da muss ich vorweg warnen, ich weiß nicht, wie das mit dem CD-Wechsel wird, weil wir müssen natürlich irgendwann die CDs wechseln und ich weiß nicht, ob Daemon Tools das hinkriegt. Da hat es schon ein paar Schwierigkeiten gegeben. Dann müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Jetzt spielen wir erstmal auf jeden Fall Adrian Delaney und ja, ich heiße euch nochmal ganz recht herzlich willkommen. Wie gesagt, ab 18. Das Spiel fängt ganz sanft und relativ harmlos und ruhig an. Die Atmosphäre ist einfach trotz der Grafik und es ist einfach eine wunderbar tolle, dichte Atmosphäre. Es sind Kleinigkeiten da drin enthalten, die wir auf jeden Fall versuchen wollen mitzunehmen. Ich, wie gesagt, es ist ewig her, dass ich das gespielt habe, aber ich versuche mich an viele Kleinigkeiten zu erinnern und die auch euch zu zeigen. Wir werden auch sterben können in dem Spiel. Wobei ich das glaube, dass das erst relativ zum Schluss akut wird, aber ich werde euch versuchen, einige Tode zu zeigen. Und ja, es wird sich hier, wir sind ein Geisterschloss, ne, liebe Leute, ne? Aber wenn ich Angst habe, dann spreche ich amerikanisch oder beginne zu singen. Ihr kennt meine Vorgehensweise in diese Gruselspiele. So, okay, das war jetzt erstmal genug, ne? Ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen und ne, hier, Phantasmagoria. Da warten schlimme Dinge auf uns. Vertraut mir, Freunde. Es warten schlimme, schlimme Dinge auf uns. Aber gut, wir lassen die gute Adrian Delaney, ne, ein schönes Kind, mal aufstehen mit ihrem wunderschönen orangenen Polunder-Pullover. Toll. So, und wir haben jetzt hier den Cursor. Ihr seht den Cursor, der ist seltsam geformt. Ne, und wir können jetzt hier... Pfeil ist geil, das kennt ihr bei mir. Ne, und wir können hier einen Pfeil. Hier ist nix. Wir gucken mal. Also wenn was rot ist, ne, könnt ihr euch sicherlich denken, kann man was machen. Das mache ich jetzt mal. Man kann auch die Szenen überspringen. Das werden wir anfangs nicht machen. Ich möchte mir nämlich echt viel Zeit mit diesem Spiel lassen. Denn ihr wisst, ich mache das immer so, wenn dann gründlich und so viel wie möglich sehen von dem Spiel. Okay, dann jetzt erstmal so ein bisschen was zum Interface. Hier haben wir jetzt irgendwas aufgenommen. Moment. Hallo? So, das kann man jetzt, wenn es rot wird, anklicken. Und hier ist das Auge. Seht ihr, wie das Auge am Klimpern ist? Wir halten das da mal drüber. Nipper Wormset. Bar und Grill. Nipper Wormset ist das Kaff, in dem wir sind. Und das ist ganz schrecklich. Und müssen das dann wieder zuklickern. Ne? Und ja... legen das dann wieder weg. Also Nipper Wormset, haben wir schon mal gelernt. Der Ort, an dem wir uns befinden, heißt Nipper Wormset. Hier haben wir den sogenannten Hintkeeper. Der stellt sich jetzt mal ganz kurz selber vor. Ich bin der Hintkeeper. Ich verfolge jede Ihrer Bewegungen. Bitten Sie mich um Rat, wenn Sie nicht mehr weiter wissen. Aber greifen Sie nur selten auf mich zurück, um sich nicht selbst den Spielspaß zu nehmen. Okay, Hintkeeper. Du darfst mich ruhig duzen. Ich bin Spielkind 45. So, den werden wir einfach nur just for fun so ein paar Mal anklicken, ne, damit mal gucken, was er so sagt und wie er sich so gibt, ne, der gute Geselle. Ne. Und ja, damit, ich spiele übrigens in zwei Fenster. Ich habe jetzt hier das OBS-Fenster groß und das Spielefenster klein. Das ist auf DOS mit DOSBox nicht anders zu machen. Weil das Vollbild, da gibt's Ruckler, Hakler und das will ich, ne, das geht nicht. Aber ich krieg das auf jeden Fall hin, ne, und, gut, jetzt gucken wir mal, da war noch was Rotes, können wir noch einen Kaffee trinken? Ich hätte immer gerne einen Kaffee, wisst ihr, ich bin ja kaffeesüchtig, ne. Wir gehen jetzt mal hier, ist der Pfeil ist geil, checken wir mal aus, liebe Leute. Okay. Erin hat Licht gemacht, das ist cool. So, was ist das, ein Teppich, gucken wir uns mal an. Schöner Perser, ne? Kriegst du das auch auf, Süße? Anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir wieder raus. Sie macht das Licht brav von alleine aus, das finde ich gut, das gefällt mir. Na, Adrian ist energie- und umweltbewusst, ne? Oh, hier noch Knoblauch, da hängt, wir haben doch gerade Dracula, das, ne, das... Gut, dann gehen wir mal hier, ne, den Pfeil entlang, ne? Schauen wir mal.
Ah, hier haben wir schon mal geguckt. Und was können wir hier? Irgendwas rot. Das ist was rot. Gucken wir mal ganz kurz. Mit anderen Worten, sie holt sich da eine Tasse Wasser. Das ist so ein Glas. Pass mal, jetzt gehen wir mal hier, gehen mal hier. Wir können da, wir können eh nur da. Pass mal, gehen wir mal hier lang. Dieses Haus ist übrigens wirklich wunderschön. Also es ist ein richtiges, schönes Gruselschloss, wie man sich das so immer vorgestellt hat bei Dracula und Co., ne? Und ich möchte euch zuerst jetzt mal so ein bisschen, habe ich angetestet und es ist schwierig. Ihr wisst ja, Orientierung ist nicht unbedingt meins, aber so ein bisschen habe ich schon mal hier mich umgeschaut. Und wir gucken uns jetzt mal die große Halle an. Wir werden uns sehr intensiv hier umschauen müssen, denn das Gebiet ist ziemlich weitläufig und auch groß. Es gibt viel zu schauen und wir gucken uns jetzt mal hier da den Pfeil entlang an. Ist das nicht eine Halle, liebe Leute? Sag doch mal ehrlich, ist das nicht eine wunderbare Halle? Also ich bin jedes Mal aufs Neue total begeistert, was das für eine total schöne Halle ist. Pass mal auf, so, die, gut, ich habe zwar jetzt im Intro ein bisschen gelabert, aber können wir ein bisschen Klavier spielen? Adrian, kannst du, ach, das ist ein automatisches Klavier. Aha. Wie gesagt, das ist bei mir auch echt, ne, 95 schon ein bisschen her, dass ich das gezockt habe. Wundervoll. Ganz wundervoll. Liebe Leute, so. Aber zum Abschluss der Folge möchte ich euch jetzt doch noch was zeigen. Das Klavier so schön im Spielen ist, ne? Und zwar, das werden wir in jedem Kapitel aufs Neue testen müssen, denn es wird, ich habe ja gesagt, es fängt ganz sanft und ruhig und gemütlich an, aber das wird leider nicht so bleiben, was meine Freunde. War das? Eine Spielmünze. Das soll ich probieren. Klar. Böse wird zurückkehren. Und meine Leute, mit dieser wirklich erschütternden Botschaft, Nachricht aus dieser wunderschönen. Na, wir können jetzt mal anklicken, da wird nichts mehr passieren. Moment, ich muss aufpassen, dass ich nicht aus dem Bild rausgehe. Sie macht das nur einmal. Beziehungsweise. Ich glaube, man kann das bloß, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bloß einmal pro Kapitel machen. Ne? Und mit jedem Kapitel wird die Musik, die Darstellung und auch die Botschaft finsterer. Meine Leute, ich sage es erstmal vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, die Sounds halbwegs gut auszutargieren. Das ist nicht so leicht. Weil, könnte ich nochmal ganz kurz gucken, wenn das müsste ich auch nochmal ganz kurz gucken. So, Moment, Option, doch, das ist so, wie ich das eingestellt hatte. Ich weiß nicht, ob das passt. Wir müssen einfach mal gucken. Ich werde jetzt ein paar Folgen am Stück aufnehmen. Und dann hoffe ich, dass ihr auf jeden Fall Spaß habt, mit mir dieses wunderbare Schloss zu erkunden. Ich werde vor jedes Video dieses ab 18 Dingen reinballern, weil das Ding hat es in sich. Das ist also, ne? Also wer zart beseitigt ist, der guckt nur mit Mama und Papa, sonst kann ich für nichts garantieren. Liebe Leute, ne? Dann nochmal herzlich willkommen und in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde, Aldrich Wacker. Ciao, ciao, beim nächsten Mal zu Phantasmagoria sagt Spielkind 45 Delaney. Ciao, ciao.